Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Ultraschallprüfung. Im Labor wird das Impulsechoverfahren verwendet, welches zu den zerstörungsfreien Werkstoffprüfverfahren gehört. Zu den Bestandteilen des Arbeitsplatzes zählen das Oszilloskop, der Messkopf und das zu untersuchende Werkstück. Als erstes wird ein Koppelmittel auf das Musterwerkstück aufgetragen und mit dem Messkopf verteilt. Mithilfe der Drehregler am Oszilloskop kann die Schallgeschwindigkeit und der Prüfbereich eingestellt werden. Es ist zu beachten, dass der Messkopf langsam und gleichmäßig bewegt wird, da schon kleine Druckänderungen zu unterschiedlichen Fehleranalysen führen können. Führt man den Messkopf über ein fehlerhaftes Material, so erscheint auf dem Oszilloskop ein Fehlerecho. Der zu überprüfende Metallblock wird nun mit dem Ultraschallgerät auf Fehler untersucht. Dabei kann das zuvor am Probestück erlangte Wissen der Ultraschallprüfung an dem Metallblock angewendet werden. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch!